Für Mission 2 haben sich die Entwickler entschieden, dass es Zeit für eine Stealth-Mission ist. Klingt erstmal schlimm, ist aber tatsächlich völlig machbar. Deshalb werde ich zunächst nur ein paar Grundregeln klarstellen, die das Spiel leider nicht so deutlich macht, damit ihr trotzdem noch die Chance habt, die Mission spoilerfrei zu spielen. Wer will, kann aber danach noch meinen Pfad sehen und auch eine Easy-Mode-Variante. Unser Ziel ist es, zwei Fähren der Trojaner und Wikinger zu erreichen, mit einem Katapult auf 50% Gesundheit zu bringen und dann jeweils einen unserer Diebe einzuschleusen. Die Zielfähren befinden sich westlich dieser verbündeten Fähre. Der Seeweg wird aber durch eine kombinierte Kriegsflotte der Wikinger und Trojaner blockiert, wir müssen also ihre Siedlungen durchqueren. Noch dazu dürfen wir nur zweimal von ihren Schiffen oder Türmen entdeckt werden und haben nur eine Stunde Zeit. Das klingt erstmal ziemlich heftig, schließlich kann man selbst mit Diebengegner oft erst dann sehen, wenn es bereits zu spät ist. Tatsächlich können sich Diebe aber den Türmen, sogar den mit Bogenschützen besetzten, gefahrlos nähern. Ihr könnt also eine Route auskundschaften. In den Siedlungen laufen auch keinerlei Soldaten rum. Selbst die Aussichtstürme in der Landezone sind eigentlich nur Show. Die einzige Schwierigkeit liegt darin, euer Katapult dadurch zu navigieren. Meine Route ist relativ simpel. Holt eines eurer Katapulte auf die Startinsel und beladet es. Baut außerdem ein kleines Wohnhaus, damit ihr mit einer Fähre voll mit Dieben arbeiten könnt. In der Zwischenzeit bringt ihr eure Startschwertkämpfer auf die Zielinsel und erobert den Turm der Wikinger auf der linken Seite. Das müsst ihr streng genommen nicht tun und zählt auch als Entdeckung, ist aber durchaus von den Entwicklern so vorgesehen. Ihr könntet sogar beide Türme in der Region einnehmen. Danach bewegt ihr euch an der linken Küste entlang durch die Trojaner-Siedlung. Die Türme am Rand sind nicht mit Bogenschützen besetzt, das macht aber für die Entdeckung keinen Unterschied. Folgt mit eurem Katapult und mindestens zwei Dieben dem Trampelpfad. Wenn er sich gabelt, folgt der Option, die euch durch Niemandsland führt. Orientiert euch dann an der Küste und den erkennbaren Straßen, um zur Zielbucht zu gelangen. Es gibt aber auch mindestens eine Stelle im Norden, wo wir uns trotz der Felsen mit einer Fähre der Küste nähern und unsere Einheiten abladen können. Möglicherweise wurde das sogar vom Blue Byte absichtlich versteckt. Jedenfalls sparen wir uns so fast jeden möglichen Feindkontakt. Am Ziel angekommen solltet ihr darauf achten, dass immer nur ein Dieb an jeder Fähre steht, sonst kann es passieren, dass das Skript-Event für die Fähren mehr als einen Dieb schluckt. 6 Schüsse sind nötig, damit die Diebe die Fähren betreten können. Natürlich befindet sich euer Dieb dann nicht wirklich auf der Fähre, was das Spiel angeht, hat er sich versehentlich 3 Schüsse in den Hinterkopf verpasst. Aber sobald ihr das mit beiden Schiffen gemacht habt, seid ihr auch schon fertig. An sich eine recht ruhige Mission, wäre nur schön gewesen, wenn die Regeln auch vom Spiel klar präsentiert würden.